Vom 22. bis zum 24. Oktober können Interessierte in der Schweriner Sport- und Kongresshalle die Baumesse besuchen. Nach 2 Jahren ist es die erste Messe, die in der Landeshauptstadt stattfinden kann. Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr das größte Angebot zum Thema Bauen und Sanieren Eigenheim. Laut Projektleiterin Juliane Boger präsentieren sich in diesem Jahr 77 Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen auf der Messe. Freuen können sich Besucher auf. Vor allem deutlich mehr Handwerk. Auch gerade darauf hin, dass sie letztes Jahr viel darum gebeten haben, haben wir deutlich mehr Handwerk jetzt hier vertreten, wie zum Beispiel barrierefreier Badausbau. Wir haben ein schönes Sonnensystem für die Terrasse, so verschiedene Sachen. Neben Unternehmen wie der Whirlpool & Living GmbH aus Achim, die ein breites Angebot an unterschiedlichsten Whirlpools sowie passenden Zubehör bieten, sind auch einige lokale Firmen auf der Messe zu finden. Das Smart Home sowie die Elektromobilität im Eigenheim sind beliebte Themen. Während der Organisationsphase bestanden Zweifel, ob die Messe Corona-bedingt stattfinden kann. Zur Freude aller ist das zurzeit sicher möglich. Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren erlebt, dass man relativ viel virtuell im Internet machen konnte. Für ein Bauprojekt, wenn man ein Eigenheim realisieren möchte, muss man die Sachen sich aber manchmal auch anschauen, angucken, mit den Experten vor Ort reden. Der menschliche Kontakt und auch zu sagen, kann ich mit wem Vertrauen haben, sind ganz wichtig. Und deswegen ist das hier mit heute noch mehr Ausstellern als in den Jahren davor für alle Leute, die sich an den Traum von einem Eigenheim erfüllen wollen, die Möglichkeit, wirklich in hautnahen Kontakt mit den Anbietern zu kommen. Insbesondere in den vergangenen Jahren ist das Interesse an den eigenen 4 Wänden bei zahlreichen Schwerinern gewachsen. Umso wichtiger ist es, dass auf der Baumesse kaum eine Frage rund ums Eigenheim unbeantwortet bleibt.